Renate Greinert ist Autorin und war Sachverständige zur Anhörung zum Transplantationsgesetz vor dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. 1985 wurde ihr 15-jähriger Sohn auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst, stürzte und erlitt als eine Folge ein schweres Schädelhirntrauma. Innerhalb weniger Stunden wurde sie von ärztlicher Seite mit der Diagnose Hirntod konfrontiert und in der Folge mit der Frage nach der Einwilligung zur Organspende. Wie wahrscheinlich die meisten Menschen war sie sich seinerzeit über die Dimension dieser Entscheidung nicht im Klaren. Sie konnte es nicht sein, denn die Informationen dazu waren insbesondere damals eher spärlich. Aber sie sind auch heute noch oft genug eher einseitig. Die Folgen für die Betroffenen, die erst im Nachhinein realisieren, was eine Organspende eigentlich bedeutet, sind oftmals bedrückend. Es war ein mühevoller Weg, der zunächst eigenen Aufklärung, den Renate Greinert in dieser Lage zu beschreiten, begann. Seither ist es ihr Anliegen, Informationen zum Thema Organspende und Transplantation in die Öffentlichkeit zu tragen. So gründete sie unter anderem 1991 die Beschwerde- bzw. Kontaktstelle Organspende, hielt zahlreiche Vorträge zu dem Thema, veröffentlichte selbst dazu und stellte sich immer wieder kontroversen Diskussionen. Ja, es passierte am 4. Februar 1985. Es war Mittagszeit. Wir waren zu Hause. Das Mittagessen stand auf dem Tisch. Wir haben gewartet, dass er nach Hause kam. Und er kam nicht. Und stattdessen klingelte irgendwann ein Freund an der Tür. Und erzählte uns, dass auf der Straße in Fallersleben ein Rettungshubschrauber wäre und Christians Ranzen auf der Straße läge. Und man hätte Christian in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Für mich überhaupt gar nicht zu begreifen. Ich hatte das Gefühl, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch gar nichts davon gehört. Ich habe keinen Hubschrauber gehört und gar nichts. Und trotzdem wurde es dann zu einer Realität, weil gleich darauf zwei Polizisten an der Tür standen und mir eben auch sagten, Christian wäre schwer verletzt und man hätte ihn in die Hannoversche Hochschule geflogen. Und ja, was macht man als Mutter dann? In dem Moment bleibt irgendwo alles stehen, alles andere ist unwichtig. Man denkt daran, an die allernächsten Schritte. Ich habe als allererstes meine Mutter angerufen, die in Hannover wohnt, weil die Vorstellung, dass Christian verletzt ist und Hilfe braucht, und unsere Unterstützung braucht, war der erste Gedanke, dass meine Mutter ganz schnell zu ihm fährt. Der zweite Gedanke war natürlich, Christians Vater zu informieren und meinen Mann. Und wir haben einen Freund anzurufen, der unseren Jüngsten abholte. Und dann sind wir zu dritt in die Medizinische Hochschule nach Hannover gefahren. Und die Fahrt, meine Tochter weinte, Christian und seine Schwester waren sehr eng zusammen aufgewachsen und waren sich sehr gute Spielkameraden. Wir sind also nach Hannover gefahren, meine Tochter saß neben mir und weinte und ich habe mich total kalt gefühlt. In mir war irgendwie alles stehen geblieben. Wir sind in Hannover angekommen, wir sind sofort in die Notfallaufnahme gefahren. Da interessierte sich aber keiner von uns, aber man hat uns dann auch wenigstens gesagt, wo wir uns hinwenden müssten. Wir haben da meine Mutter getroffen, die da auch ganz alleine stand und an ihrer Person war auch keiner interessiert. Sie hatte sich da zwar als Christians Großmutter gemeldet, aber das haben die einfach nur registriert und da hat sie dann gedacht, damit sich die
Ärzte da wirklich um Christian kümmern können, wollte sie jetzt da nicht groß stören. Also zu dem Zeitpunkt war Christian schon in Christian der war, Klinik. ja, Christian war schon in der Medizinischen Hochschule Hannover und wir sind dann auf die Intensivstation gefahren und da war man auch sehr freundlich zu uns. Da kam dann der augenblickliche Stationsarzt, um uns zu erklären, dass die Verletzungen von ihm sehr schwer wären, man aber noch nicht genau wüsste, was mit ihm wäre, aber man hätte ihm gehirnabschwellende Medikamente gegeben und da müsste man einfach warten. Und gewartet haben wir dann. Wir sind etwa gegen 3 Uhr in der Hochschule gewesen und wir haben uns abgewechselt an Christians Bett. Christian lag da mit nacktem Oberkörper. Was mir aufgefallen ist, was mich total irritiert hatte, war, dass Christian sich kurz bevor er diesen Unfall hatte, hatte er sich die Haarspitzen gefärbt. Und zwar, er hatte normalerweise schwarzes Haar, aber da war jetzt so ein blonder Schimmer drüber und sein Haar sah eigentlich aus wie ein Bärenfell. Und diese Farbe, er hatte wieder schwarze Haare, hat mich verblüfft. Aber ich habe auch gar keine Schlüsse daraus ziehen können. Ich habe das auch nie gelöst bis heute. Was da passiert ist, er sah aus, als ob er tief und fest schliefe. Er wurde beatmet. An seinem Bett standen ganz viele Monitore. Man gab ihm Infusionen. An seinem Bett hing zunächst mal ein Urinbeutel, der sich offensichtlich immer schneller füllte. Jedenfalls nach einer Weile hatte man den Beutel durch einen Eimer ersetzt. Und das waren alles Sachen, die ich registriert habe, aber die ich überhaupt nicht zu einem Bild zusammenbringen konnte. Zeitweilig hat der Arzt, der ihn behandelte, mit mir zusammen am Bett gestanden. Irgendwann, ich denke mal so gegen 4, wechselte die Schicht im Krankenhaus. Es kam ein neuer Arzt dazu, der aber auch genauso freundlich war wie der erste Arzt. Und in meiner Familie sind ganz viele Ärzte. Ich habe überhaupt keine, also ich habe kein Problem mit Ärzten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich nicht fragen kann oder dass mich das beeindruckt. Ich habe diese Ärzte einfach nett gefunden. Der zweite Arzt, der mit mir da am Bett stand, wischte Christian mal so hier im Gesicht ein bisschen Wundwasser weg. Christian war gar nicht schwer verletzt. Der hatte eigentlich eine Stirnwunde und zwar Schürfwunden im Gesicht. Hier der Wangenknochen und hatte einen Schnitt in der Lippe. Ansonsten war sein Kopf überhaupt nicht, wies keine weiteren Verletzungen auf. Er hatte sich das Bein gebrochen und weitere Verletzungen hatte er nicht. Also man hatte mir gesagt, er hätte sich am Kopf gestoßen und nun hätte das Gehirn würde anschwellen und deshalb diese gehirnabschwellenden Medikamente. Im Nachhinein habe ich dann aber erfahren, also man hat mir auch gesagt, sie hätten eine Computertomographie gemacht. Er hätte keine Gehirnblutung. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er doch eine Blutung im Hirn hatte und dass man durch diese Maßnahme, wenn man dann gehirnabschwellende Medikamente gibt, sich auch die Blutung natürlich im Gehirn vergrößert. Und wenn man dann nichts tut, dann wird natürlich der Platz im Hirn, im Schädel auch immer knapper. Und ich bin sehr viel später nochmal mit einem Rechtsanwalt zusammen in der Medizinischen Hochschule gewesen, bei dem Leiter der Neurochirurgie. Und ein alter Herr, der mir auch gesagt hat, wenn er zu uns gekommen wäre, wir hätten ihn ganz anders behandelt.
Warum er da nicht hingekommen ist, das weiß ich nicht. Aber was ich in Erinnerung habe, ist, dass die Transplantationsmedizin, die Station direkt neben dieser Intensivstation lag, dass Christian versorgt wurde, wie ich später hörte, von unserer kleinen Schwester Jutta. Unsere kleine Schwester Jutta war die Donor-Sister, das heißt die Schwester, die die potenziellen Organspender behandelte, und letzten Endes ging es um eine Kondition oder Konditionierung für die potenziellen Organempfänger. Zu diesem Zeitpunkt war uns das überhaupt nicht bewusst. Wir haben später, sagte uns ein Arzt, sie warteten noch auf ein Team von Neurochirurgen, die da aber erst aus dem Feierabend kommen müssten und die dann eine Untersuchung durchführen würden. Dieses Team, was aus dem Feierabend kommen sollte, schrumpfte zusammen auf eine Frau mit einem fahrbaren Messgerät, die an uns vorbeizog und in dem Zimmer von Christian verschwand. Wir durften in dieser Zeit der Aufzeichnung nicht im Zimmer sein, weil es keine, weil wir durch Bewegung oder durch jedenfalls die Aufzeichnung beeinflussen konnten. Und deshalb haben wir also vor der Tür gewartet. Ich erinnere mich, dass ich einmal noch mit Christians Vater in die Halle nach unten gefahren bin. Wir waren einfach von zu Hause losgefahren. Ich glaube, 50 Pfennig in der Rocktasche. Da konnten wir uns einen Kakao gemeinsam leisten. Und man hatte uns gesagt, die Untersuchung dauerte 20 Minuten. Und diese Zeit haben wir einfach genutzt. Und als wir wieder nach oben kamen, haben wir weiter vor der Tür gestanden und gewartet. Da war so eine große Uhr, die ich immer so angucken konnte. Und da, von daher war ich total auch in der Zeit drin. Die 20 Minuten waren längst vorbei. Es ging eine Stunde vorbei und es hat anderthalb Stunden gedauert, bis dann die Frau mit ihrem fahrbaren Messgerät wieder verschwand. Und es kam ein Arzt, den ich schon in der Notaufnahme gesehen hatte, kam auf uns zu. Solche Eindrücke haben sich in mir festgebrannt, ganz locker, ganz beschwingt, kittelweit offen, und sagte uns, ja, ich sage Ihnen jetzt mal, Christian ist tot und wir werden Sie gleich um eine Organspende bitten, aber da kommt mein Kollege nochmal auf Sie zu. Ich war fassungslos. Für mich ging es bei dieser Untersuchung, die vorher stattgefunden hatte, darum, um festzustellen, wie schwer er verletzt ist, aber nicht darum, ob er tot ist oder nicht. Und er schickte uns dann in einen kleinen Raum, der zwischen der Intensivstation und dem Transplantationszentrum war. Und ein kleiner Raum, der kein Licht hatte, der nur von der Straßenlampe beleuchtet wurde. Und wir standen da. Meine Mutter nicht, aber Christians Vater, ein Freund, mein Mann und ich. Und für mich war die Welt stehen geblieben. Für mich, ich habe mich eingemauert in Wände gefühlt. Und dann kam plötzlich der Arzt, der Christian auf der Intensivstation später betreut hatte, der Stationsarzt, so wie er mir, oder Oberarzt, so wie er mir vorgestellt war. Und sprach uns an und sagte, Christian wäre doch sicher ein sehr sozialer Typ gewesen. Und es gäbe da andere Mütter, die an den Betten ihrer Kinder genauso verzweifelt gesessen hätten, wie wir jetzt gerade seien. Und er würde uns um eine Organspende bitten. Wir haben uns diese Frage, die
kam an uns ran. Wir haben die Frage überhaupt nicht begriffen. In der ganzen Tragweite. Man hätte mich genauso gut fragen können, ob ich ein Butterbrot essen möchte oder ob ich vielleicht ein Stück Schokolade für jemanden hätte. Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Und der Einzige, der ein bisschen klar denken konnte, war mein Mann, Christians Stiefvater. Und Christians Vater fragte und war auch total überfahren, was würden Sie denn, so ungefähr, was nehmen Sie denn, was machen Sie denn? Und dann hat man uns gesagt, wir nehmen entweder Herz oder Leber oder Nieren, eventuell Knorpelmasse. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, dass das Nehmen nicht einfach so, man macht sie, nimmt, sondern dass da eigentlich eine Operation stattfinden muss und dass wir mit unserer Entscheidung, ein Organ zu spenden, Christian der größten Operation seines Lebens ausgesetzt haben. Ich wusste das damals noch nicht, dass man Organe nur entnehmen kann, wenn ein Mensch noch im Sterben begriffen ist. Und die Bilder oder das, was ich vorher erfahren hatte, dass Christian ja behandelt wurde wie ein lebender Patient, wie jeder Intensivpatient, dass er Infusionen kriegte, dass da Geräte an seinem Bett standen, die arbeiteten, dass er warm war, das habe ich alles nicht mehr miteinander verknüpfen können. Hätte ich das gekonnt, hätte ich den Arzt rausgeschmissen, rausgeworfen. Aber so waren wir ganz leichte, willige Opfer. Und als mein Mann dann sagte, wenn man helfen könnte, da haben wir zugestimmt. Das stimmt, aber so wie es sich uns dargestellt hat, waren es ja gar nicht zwei Leben, das habe ich ja, die man gegeneinander aufwog. Das habe ich erst viel später begriffen. Das habe ich erst begriffen, als ich den Hirntod verstanden habe, dass es wirklich um zwei Leben geht. Ein verlöschendes Leben und eins, was keine Chancen mehr hat. So habe ich das zunächst mal begriffen. Ich sehe das heute total anders. Und ein anderes Leben, was aber noch weiterleben könnte mit dieser Organentnahme. Aber ich habe in dieser Situation überhaupt keine Entscheidung fällen können. Ich habe, und das werfe ich mir heute noch vor, ich habe Christians Vater angeguckt, ich habe meinen Mann angeguckt und Christians Vater war genauso betroffen wie ich. Es war sein Sohn. Mein Mann als Stiefvater war anders betroffen, auch betroffen, aber anders. Der konnte sehr viel klarer denken in dieser Situation. Und da wir uns schon zu Menschen zählen, die auch die Bedürfnisse von anderen Menschen sehen, haben wir diese Entscheidung gefällt. Das heißt, mein Mann sagte, wenn man helfen könnte. Daraufhin fragte Christians Vater, und was nehmen Sie dann? Und der Arzt sagte, das wissen wir noch nicht genau. Wir nehmen entweder Herz oder Leber oder Nieren, eventuell Knorpelmasse. Es ging immer um ein Entweder-Oder. Es ging nie darum, dass sie alles nehmen würden. Und ich habe in dieser Situation überhaupt nicht begriffen, dass ein Organ natürlich nicht auf wunderbare Art und Weise aus so einem Körper herausschwebt. Ich habe nicht registriert, dass ich meinen Sohn zur größten Operation, ja damals habe ich gedacht, nach seinem Tod, zurücklasse
Und heute muss ich sagen, nein. Ich habe meinen Sohn in der allerletzten Stunde, wo er sich nicht mehr selber schützen konnte, habe ich ihn verlassen, weil man mir gesagt hat, er ist tot. Und für mich war der Kampf damit zu Ende. Ich habe ihn verlassen und der Transplantationsmedizin überlassen, in einem Zustand, wo er noch im Sterben war. Denn man muss lebende Organe entnehmen und nicht, man kann keine Organe von Verstorbenen nehmen. Ich möchte annehmen, dass das Wissen der Ärzte damals noch nicht so weit war, dass man auch Methoden entwickelt hat, dass man solche Menschen retten kann. Da gibt es heute Methoden. Ich hoffe, dass es das damals nicht gab, aber ich muss auch sagen, ich bin mit den Akten von Christian, die ich sehr schnell mir ja von der Medizinischen Hochschule Hannover geholt habe, bin ich nach England gereist, weil auch auf wunderbare oder ja, wunderbare Art und Weise die Leber von Christian nach Cambridge ging. Zu Cambridge gab es damals überhaupt keine Beziehung, sondern alle Organe, die bei uns in Deutschland entnommen wurden, sollten über Leiden laufen. Nicht wusste ich, dass man das eigene Haus das erste Zuschlagsrecht hat und was die benutzen können, das nehmen die. Und alles andere, was über ist sozusagen, wird dann über Leiden vermittelt. Und da habe ich dann erfahren, dass mein Sohn über Europa verteilt worden ist. Und die Vorstellung, dass ein Kind, das eigene Kind, eigentlich ein Recyclingobjekt ist, das ist eine ungeheure Vorstellung. Also es gibt zwei Ereignisse. Das erste ist, dass ich meinen Sohn nach der Organentnahme nochmal gesehen habe, an dem Tag, als er beerdigt wurde. Das war unendlich wichtig für mich. Es ging nicht nur um Abschied nehmen, nochmal um einen letzten Abschied, sondern es ging darum, dass ich nicht begreifen konnte, warum ich seinen Tod nicht akzeptieren konnte. Und ich hatte meinen Sohn in einer Situation verlassen, wo an seinem Bett Geräte arbeiteten, wo er versorgt wurde und behandelt wurde wie jeder Intensivpatient. Und da war etwas, was in meinem Hinterkopf anfing zu arbeiten, und ich musste mich einfach vergewissern, dass er tot war. Es gibt immer Situationen, dass man denkt, das ist doch alles nur ein Traum, ich wache doch gleich auf. Aber ich bin nie aufgewacht. Und dann dieses Gefühl im Hintergrund, da ist im Hinterkopf, da ist was, da stimmt was nicht. Ich hatte vorher noch keinen toten Menschen gesehen. Aber eigentlich habe ich mir unter Tod was total anderes vorgestellt. Aber in dem Moment wusste ich nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Ich musste ihn einfach noch einmal sehen. Es hat mir jeder, der irgendwie Ahnung davon, von Toten hatte, davon abgeraten. Das Bestattungsinstitut hat gesagt, tun Sie sich das nicht an. Aber ich habe darauf bestanden und ich bin an dem Tag seiner Beerdigung um 10 Uhr wie verabredet bei uns hier im Dorf auf dem Friedhof gewesen. Und da war kein Mensch. Ich war da ganz alleine. Da verschwand gerade noch mal so ein Friedhofswärter um die Ecke, und ich bin hinter dem hinterhergelaufen und habe ihn festgehalten und habe gesagt, dass ich gerne in die Kapelle möchte. Und er wollte mich da nicht reinlassen. Aber ich war so energisch und so bestimmt, es war für mich, ich hatte das Gefühl, hing alles davon ab. Und ich habe ihn also erreicht und er hat mir die Tür aufgeschlossen. Dann war der nächste Kampf, ich möchte auch mein Kind sehen. Er hat also den Sargdeckel aufgemacht. Und auf den Anblick war ich nicht vorbereitet. Also zum
ersten habe ich, mein erster Eindruck war, der sieht aus wie eine ausgenommene Gans. Und wir sind hier, ich lebe hier auf dem Dorf, hier wird geschlachtet. Und es ist ein schlimmes Gefühl, so etwas zu denken. Den eigenen Sohn als ausgenommene Gans zu empfinden, das ist so mit einem Gefühl der Würdelosigkeit und Entsetzen verbunden und mit so tiefer Trauer und dem Gefühl, ich habe mein Kind nicht geschützt davor. Ich habe das verlassen und ich hatte das Gefühl, ich gefriere zu Eis. Für mich war eigentlich in dem Moment alles irgendwie zu Ende. Dann habe ich gesehen, dass meinem Sohn die Augen fehlten und ich hatte das Gefühl, die haben an gar nicht Zeit gemacht. Das Bestattungsinstitut hatte ihm die Hände gefaltet und ihm da so ein kleines Blumensträußchen in die Hand gedrückt. Und in den Händen steckten die Kanüle noch und in den Armen auch. Wenn man auf so eine Situation sich länger vorbereiten kann, vielleicht verhält man sich dann auch anders. Als das Bestattungsinstitut uns darum bat, Kleidung für Christian herzugeben, seine Kleidung, die wir vom Krankenhaus zurückgekriegt haben, die war total zerschnitten. Da habe ich die Lieblingskleidung von ihm herausgesucht. Seine neue Bluse oder so ein neues Hemd, kurzärmlich. Dann hatte er in der Schule einen Polunder gestrickt. Jungen lernten damals auch stricken. Und seine Großmutter hatte ihm dabei geholfen, dass das einigermaßen ordentlich aussah. Aber er war was geworden und er fand ihn eigentlich auch ganz schick und er fand auch sich ganz schick in diesem Polunder. Aber da waren eben auch die nackten Arme zu sehen mit den Kanülen. Und da war eben auch der Schnitt, der hier oben anfing und dann im Ausschnitt seines Hemdes verschwand, wo ich in Gedanken hinterher geguckt habe und gedacht habe, wo endet er eigentlich? Das war also das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dieser Tod, den ich jetzt sehe, den begreife ich als tot. Christian war richtig eisekalt auch. Das war ein eklatanter Unterschied zu dem Tod, den er angeblich im Krankenhaus gestorben ist. Aber ich habe noch nicht begriffen, dass es also verschiedene Tode gibt. Ich hatte die Fähigkeit irgendwie verloren, eins und eins zusammenzuzählen. Und ich war immer noch in dieser Situation, dass alles nebeneinander für mich existierte. Und ich mich in einer dicken Wattewolke befand. Und ich habe verzweifelt versucht, aus dieser Wattewolke rauszukommen. Ich wollte begreifen, wie ist der Unfall passiert. Da hatte ich etwas aufzuklären und was ist mit meinem Sohn im Krankenhaus passiert. Und irgendwann habe ich einen Aufsatz gelesen, und zwar von dem Philosophen Professor Hans Jonas, der in dem Buch Technik, Medizin und Ethik einen Aufsatz geschrieben hat, einmal Against the Stream und die pragmatische Umdefinierung des Todes. Und da habe ich schlagartig begriffen, dass Hirntote Sterbende sind. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, bin ich die Einzige überhaupt auf der Welt, die das versteht. Das stimmte natürlich nicht. Professor Jonas hatte es schon verstanden und mit Sicherheit wussten die Transplantationsmediziner auch. Aber alle anderen haben eigentlich gedacht oder so getan, die Transplantationsmediziner, als ob ich eigentlich verrückt geworden wäre.
Und das war etwas, das war mir ganz klar. Ich habe mich zwar zurechtfinden müssen in dieser gesamten Situation. Es war für mich totales Neuland. Und ich habe auch zeitweilig empfunden, als ob ich verrückt worden wäre. Und zwar nicht verrückt geworden, sondern verrückt worden. Dass ich von der Stelle, wo ich sonst das Leben betrachtet habe, dass ich an eine andere Stelle gerückt war und von diesem Blickwinkel her die Welt, die gleiche Welt, total anders empfunden habe. Und ich hatte in meinem Mann immer einen Partner, mit dem ich über diese Situation reden konnte. Und als ich begriffen habe, dass mein Sohn ein Sterbender war, da habe ich eigentlich nach Fakten gesucht, die das, was ich glaubte, erfahren zu haben, die meine Fakten unterstützten. Das war eine Sache, der ich mich zugewandt habe. Und das andere war, ein ganz, ganz großes Problem war, wie finde ich Worte dafür, wofür überhaupt noch nie jemand Worte gefunden hatte, dass man mit Menschen so umgeht. Dieses Wort, dass der Mensch ein Recyclingobjekt ist, das musste ich erst finden. Das ist etwas, bis jetzt waren Menschen noch nicht Recyclingobjekte. Und ich habe mich monatelang empfunden, als ob jemand durch ein Land geht, wo eigentlich noch nie jemand lang gegangen ist, wo ich zum ersten Mal gehe und wo ich mir erst mühsam den Weg bahnen muss und wo ich Begriffe finden muss, Begriffe für das, was passiert ist. Und dass es tatsächlich Menschen gibt, die andere Menschen, verletzte Menschen, denen ich mich eigentlich zuwende und denen ich eigentlich helfen möchte, gerade wenn ich Arzt bin. Aber dass diese Ärzte einen ganz anderen Blick auf den Menschen richten, dass sie diesen Menschen nur noch als Materie betrachten und als verwertbare Materie, die man in Einzelteile zerschneiden kann und die man dann anderen Menschen einpasst. Und das war für mich ein Prozess, der hat jahrelang gedauert. Und jahrelang habe ich auch alleine, nur mit meiner Familie, diese Konflikte, die ich hatte, bearbeitet. Ich habe trotzdem relativ früh, eigentlich noch im ersten Jahr, eine Fernsehjournalistin getroffen, die sehr sensibel war auf diesem Gebiet, die medizinische Themen bearbeitete und auch mit einem Mediziner verheiratet war. Und wir beide haben gemeinsam versucht zu verstehen, was heißt das eigentlich, Organentnahme? Wir sind auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Keiner wollte uns Auskunft geben und dennoch waren es Ärzte, die uns hinter der Hand erzählten: Ich sag dir das mal, aber nenn bloß nicht meinen Namen. Und auf diese Weise haben wir bruchstückweise Informationen bekommen. Und relativ schnell habe ich einen Hinweis von einer Freundin bekommen, ich dürfte das, was ich erlebt habe, nicht für mich alleine behalten. Ich müsste das anderen erzählen. Ich lebe hier in Wolfsburg, hier wird viel Auto gefahren, Freunde von uns haben genauso viele Kinder wie wir auch. Und es war für mich ein Anliegen, wenn ich das schon noch nicht für meinen Sohn verhindern konnte, dann wollte ich das wenigstens für andere Kinder verhindern. Also die Transplantationsmedizin hat so getan, als ob ich verrückt wäre. Ich wäre eine betroffene Mutter und betroffene Mütter sind sowieso nicht klar denkend. Und man hat mir ja auch relativ schnell eine
Unterlassungsklage zugeschickt, die ich unterschreiben sollte. Aber da muss ich sagen, mein Stiefvater war Rechtsanwalt. Also mit sowas konnte man mich nicht beeindrucken. Und außerdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich rede die Wahrheit. Und die Transplantationsmediziner sind diejenigen, die mich permanent anlügen. Und das ging gegen mein gesamtes Rechtsempfinden. Und ich habe mich dadurch nicht einschüchtern lassen. Ich habe das Papier zerrissen. Und es ist auch dann einfach so gewesen. Ich habe als allererstes die Akten angefordert. Und weil mir das klar war, das ist ein ganz wichtiges Mittel, was ich brauche. Und ich glaube, die Mediziner haben einfach die Situation auch unterschätzt. Wahrscheinlich haben sie nie gedacht, dass jemand diese Akten so genau liest, dass ich Menschen kenne und Kontakt habe in meiner eigenen Familie, aber auch Freunde, die mich unterstützen. Ich habe sehr viel Unterstützung bekommen. Und natürlich war das auch für Zeitungen. Die waren erst hellauf begeistert, so eine spannende Story zu haben. Das hat sich aber innerhalb von 2 Tagen gelegt. Da war nämlich der Leiter der Zeitung, war ein Rotarier, wie Professor Pichelmeier auch. Und dann gab es die Telefongespräche und über diese Telefongespräche, was der Zeitung erzählt worden wurde, was mir erzählt wurde, das heißt, ich habe noch nicht mal über meinen eigenen Sohn die echten Informationen gekriegt, sondern die habe ich erst über die Zeitung erfahren. Und da im Grunde genommen an diesen ersten Gesprächen mit Dritten ist für mich eigentlich, habe ich die Informationen alle gekriegt, die man mir vorenthalten hat. Und ich habe erfahren, man hat eine Multiorganentnahme gemacht. Man hat meinem Sohn also nicht nur ein Organ entnommen oder einmal Knorpelmasse, sondern man hat eben Herz, Leber, Nieren, die Bauchspeicheldrüse und die Augen entnommen. Also man hat alles versucht, mich ins Unrecht zu setzen. Ich erinnere mich an eine Situation im Krankenhaus, da habe ich dem Arzt gesagt, er möchte bitte für meinen Sohn genau das tun, was er für seinen eigenen Sohn auch tun würde. Und diese Bemerkung hat man mir bei einem Gespräch dann eigentlich ins Gesicht geschleudert. Und ich hätte doch genau gewusst, was los wäre. Ich habe das wirklich so gemeint. Ich habe gemeint, tu nichts für mein Kind. Das ging nicht um das Nicht-Retten, sondern man hat Sorge um sein Kind. Man möchte ja eigentlich bei ihm sein, man möchte ihn schützen. Und man möchte nicht, dass Ärzte irgendetwas tun, was ihm zusätzlich noch wehtut. Das war meine Aussage. Und dieses, du hast das doch gewusst. Da muss ich sagen, nein, das habe ich nicht gewusst. Ich habe das überhaupt nicht gewusst. Ich hatte Angst. Ich wäre gerne bei ihm gewesen. Ich hätte ihn gerne beschützt. Und wenn ich nur eine Ahnung von dem gehabt hätte, was später auf ihn zukam. Also ich hätte mich über mein Kind geworfen. Ich hätte das mit meinem eigenen Körper geschützt. Ich hätte das nicht den Medizinern überlassen. Und ich habe später den Professor Pichelmeier gefragt, warum haben Sie uns das eigentlich nicht gesagt? Und da hat er uns geantwortet, im Beisein meines Mannes, im Beisein eines Rechtsmediziners, wenn wir die Gesellschaft aufklären, bekommen wir keine Organe mehr. In der ganzen Tragweite habe ich diese Aussage nicht verstanden, aber heute glaube ich, es wird wohl so sein, dass die Organentnahmen sehr abnehmen. Aber ich glaube, dass es immer noch Menschen gibt, die trotzdem das Ganze nicht begreifen, weil es so unbegreiflich ist, was da passiert. Es ist wirklich unbegreiflich. Sie können es im wahrsten Sinne des Wortes, kannst du das nicht begreifen, was da passiert.
Du fühlst Leben und trotzdem sagen die, der ist tot. Alles, was du gelernt hast, wie man mit toten Menschen umgeht oder mit sterbenden Menschen, was jedes Kind begreift, was jeder Hund begreift, darüber setzen sich die Transplantationsmediziner hinweg. Und das ist etwas, was unbegreiflich ist. Also nachdem ich dieses unwürdige Ende von Christian damit leben lernen musste, habe ich mir geschworen, in meiner Familie stirbt keiner mehr. So unwürdig, und ich sorge dafür, dass alle ein Ende haben, so wie ich mir vorstelle, ein friedfertiges Ende sein könnte. Meine Mutter ist bei mir zu Hause gestorben und meine Schwiegermutter ist hier bei uns, hat bei uns bis zu ihrem Schluss gelebt, bis zu ihrem Ende gelebt. Und unsere Kinder, damals noch klein oder auch schon 18, die wussten total, wie man mit so einer sterbenden Großmutter umgeht. Da wäre keiner mehr auf die Idee gekommen, in ihr Zimmer reinzugehen und mal auf die Decke drauf zu hauen und zu gucken, ob die Omi noch reagiert. Keiner hätte das gemacht. Alle sind auf Zehenspitzen geschlichen. Aber der Transplantationsmediziner, der hat eine Hirntoddiagnostik, wo er den Hirntod feststellen will. Und da fügt er dem Patienten größte Schmerzreize zu, um festzustellen, reagiert er darauf noch. Und das ist etwas, das ist eigentlich unbegreiflich, wie gerade Menschen, die doch angetreten sind, anderen Menschen zu helfen, die wieder gesund zu machen, dass die sich so verhalten und total gegen den hippokratischen Eid angehen. Das ist für mich immer noch ein Phänomen. Also, wir bestreiten das, dass die Hirntodfeststellung von Neurologen durchgeführt wurde, von denen man uns sagte, die müssen erst aus dem Feierabend kommen. Irgendwann hätten diese Neurologen mal aus der Tür von Christian Zimmer kommen müssen. Wir haben nämlich davor gestanden. Es gibt auch in den Akten zwei Papiere, wo zwei verschiedene Ärzte unterschrieben haben. Nur, die Ärzte haben wir nie gesehen. Der eine Arzt war ein sehr dunkelhäutiger Arzt. Und der andere Arzt, keine Ahnung, wer das war. Da waren der Arzt, der Oberarzt, der uns als der behandelnde Arzt vorgestellt wurde, und der war definitiv derjenige, der Christian später das Herz entnommen hat. Das kann man ganz einfach anhand der Akten feststellen. Mhm. Auch da sollte ja immer eine Trennung sein. Mhm. Diese beiden Ärzte, die angeblich die Hirntodfeststellung durchgeführt haben, haben unaufgefordert, ohne dass überhaupt je damals schon davon gesprochen wurde, eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und wir hatten keine Gelegenheit, mit diesen beiden Ärzten zu sprechen. Wir hatten großes Interesse daran. Der eine Arzt ist, wenn ich sage verschwunden, meine ich nicht auf mysteriöse Weise, sondern der war einfach dann nicht mehr greifbar. Und was mit dem anderen Arzt war, jedenfalls haben wir mit dem auch nicht gesprochen. Da gab es also nur diese eidesstattlichen Erklärungen. Also jedenfalls... Wir bestreiten schlicht und einfach, dass diese Untersuchung überhaupt stattgefunden hat. Mhm. Wir glauben, dass nur eine EEG-Ableitung stattgefunden hat. Und wir haben ich bin mit meinen Akten, das habe ich vorhin gesagt, nach England gefahren und habe da mit zwei Medizinern gesprochen. Und zwar mit dem Dr. Hill, einem inzwischen ganz bekannten Kritiker der Transplantationsmedizin, ein Anästhesist, leitender Anästhesist damals in Edinburgh,
großes Leberzentrum in Cambridge, der hat die Akte von Christian aufgeschlagen, hat das Narkoseprotokoll gesehen, hat gesagt, der war noch nicht einmal hirntot. Da ist für mich die Welt zusammengebrochen. Der war noch nicht mal hirntot. Ja. Macht mich immer noch fassungslos. Okay. Es ist so, wenn ein Mensch in ein Krankenhaus eingeliefert wird und man meint, er wäre, könnte Organspender werden, dann richtet sich schon die Behandlung nach den zukünftigen Empfängern. Man muss sagen, dieser Patient wird optimal behandelt, weil er ja nicht versterben darf. Und wenn er tatsächlich verstirbt, wird er wiederbelebt. Also, dass er nicht versterben darf, dass er diese optimale Behandlung kriegt, ja. Aber er darf zum Beispiel keine Schmerzmittel mehr bekommen. Und das ist etwas, wer stellt sich das vor? Der eigentlich, der in gutem Glauben sagt, ja, ich bin Organspender. Der denkt doch, alle denken, sie sind erstens mausetot und natürlich kriegen sie die beste Behandlung, die es überhaupt gibt und selbstverständlich kriegen sie auch Schmerzmittel, denn davor hat jeder Angst, furchtbare Schmerzen zu haben. Das wird nicht gemacht. Also an den Menschen denkt man in diesen Situationen, glaube ich, überhaupt nicht. Ich kenne unglaubliche Geschichten, wie man mit den Angehörigen umgegangen ist. Und ich muss sagen, ich bleibe bei meiner eigenen Geschichte. An uns als Menschen hat man auch nicht gedacht. Stell dir vor, du bist, da sind unbezahlbare Werte, die da offensichtlich gehandelt werden. Und damit die Menschen in ihrem ganzen Elend stecken bleiben und auch gar nicht irgendwo herauskommen, hat man dieses kleine Zimmer ohne Licht. Da gibt es nicht irgendjemand, der sagt, kann ich mal eine Tasse Kaffee bringen oder einen Kakao oder so. Es ist ja etwas, man geht aus einer Situation raus, man bereitet sich überhaupt nicht vor. Man steht da, man den ganzen Nachmittag, Stunden und nirgendwo einer, der auf einen zukommt und einen als Mensch sieht. Hm. Als Mutter verzichte ich darauf, wenn ich das Gefühl habe, die sollen sich bloß um mein Kind kümmern. Aber trotzdem im Nachhinein muss ich sagen, man muss auch an die anderen denken. Und man kriegt, man bekommt so viel. Und man gibt nichts zurück. Das geht gegen alles das, was ich in meinem Leben gelernt habe. Man nutzt die Menschen nicht so aus. Ich bin viele Jahre lang Lehrerin gewesen. Und wenn ich von meinen Schülern was wissen wollte, wenn ich unterrichtet habe, wenn ich denen was beibringen wollte, dann musste ich mich immer vergewissern, dass sie das auch verstanden haben, was ich von ihnen wollte. Und in der Transplantationsmedizin geht es ja nie darum, bei den Angehörigen erst recht nicht, dass sie verstehen, was sie da tun. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, wenn die Angehörigen anfangen zu verstehen, das ist ein Prozess, der dauert jahrelang. Die werden, viele von ihnen werden verrückt. Und viele von ihnen landen in der Psychiatrie oder müssen zumindest eine ganze Zeit lang in psychiatrische Behandlung. Und dass die Mediziner das genau wissen, dass sie auf der einen Seite behaupten, sie ja Leben zu retten und sie sind so edel. Auf der anderen Seite gehen die kalt lächelnd ein, dass davon erstmal, dass sie einen sterbenden Menschen auseinanderschneiden
oder auseinandersägen. Dass die Fantasie reicht nicht aus, um zu begreifen, was man mit diesen Menschen macht. Tja, ich glaube, Zeit ist ein Faktor, der wird zwar immer, wird immer herangezogen, aber Zeit hat man in dieser Situation überhaupt nicht. Wie soll ich auch, wenn ein Mediziner das Gefühl hat, jetzt habe ich mich eine halbe Stunde diesen Menschen zugewandt, die haben doch wirklich Zeit gehabt. Vielleicht haben die Eltern auch gar nicht viel gesagt, dass viele Pausen sind, aber man versteht es nicht. Man versteht nicht, was da tatsächlich, was das heißt, die Bedeutung, was heißt das, mein Kind ist tot. Da bleibt etwas stehen und da bewegt sich gar nichts mehr, da gibt es überhaupt gar keine Zeit. Es dauert Wochen und kein Transplantationsmediziner macht sich die Mühe, herauszufinden, haben diese Menschen eigentlich Ahnung, was Organentnahme heißt? Haben die schon mal was vom Hirntod gehört? Wissen die, dass das sterbende Menschen sind und nicht Verstorbene? Dass wir aber in unserer Definition so tun, als ob die tot sind? Da macht sich keiner die Mühe. Und das wäre vielleicht auch bei diesen Menschen, würde vielleicht gar nichts bringen. Es ist einfach eine Frage, die man in dieser Situation nicht stellen darf. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wenn man einen Menschen zur Organspende, wenn man von einem Menschen Organe haben möchte, dann muss man ihn fragen zu guten Lebzeiten. Und man muss sich vergewissern, wirklich vergewissern, dass die Menschen auch richtig verstanden haben, dass sie in dieser Situation im Sterben liegen und noch nicht verstorben sind. Egal wie viel Zeit man hat, ob man eine Stunde oder zwei oder drei oder vielleicht eine Nacht, in der akuten Situation reicht die Zeit überhaupt nicht aus. Und das wissen die Mediziner. Und das, was ich erfahre immer wieder von anderen Organentnahmen, was ich pervers finde, ist, dass sie heute Angehörige von Organspendern benutzen, die jetzt auf potenzielle Organspendeangehörige zugehen und sagen, wie schön und wie sinnvoll das doch ist, wenn man die Organe seiner Angehörigen spendet. Und ziemlich pervers. Ja, für Ganz mich einfach pervers. kommt es einer Erpressersituation Ja, gleich. Sie müssen sich mal vorstellen, was in jedem Menschen, auch wenn ich jetzt begeistert für die Organspende bin, kommt irgendwann dieses Wissen hoch, Mensch, wie tot war der eigentlich? Und wenn Sie nicht mutig sind, dann müssen Sie den Medizinern weiter glauben und dann müssen Sie, um Ihre eigene Meinung zu verfestigen, dass Sie das Richtige getan haben, müssen Sie andere Menschen finden, die eben auch den gleichen Schritt gehen. Weiter Dann wird dabei Ihr bleiben. Schritt gerechtfertigt. Und das ist ein Kreislauf. Für mich ist das ein Irrweg. Ich finde, man darf Menschen in dieser Situation überhaupt nicht befragen. Also ich habe zunächst mal den Aufsatz von Hans Jonas gelesen. Bei dem mir, weil ich so betroffen war, weil ich genau wusste, wovon er redete. Ich hatte das nicht nur mit meinem Kopf erlebt, sondern ich hatte es mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Sein, mit meinen Gefühlen erlebt. Deshalb habe ich das auch vielleicht sofort verstanden. Und das war für mich der erste, der überhaupt begriff, wovon ich geredet habe. Und irgendwann war Hans Jonas hier in Europa, der lebte ja in Amerika und er kam nach Hannover, nach Hamburg in die Katholische Akademie und diese Fernsehjournalistin und ich haben uns bemüht, einen Termin bei ihm zu kriegen und eine Aufzeichnung zu machen. Und Hans Jonas war hierher gekommen, weil er krank war und weil er hier irgendwie welche Untersuchungen haben sollte und
Aus seinem Buch heraus hatte ich das Gefühl, das ist eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Wir haben auf ihn gewartet in der katholischen Akademie. Da kam ein Mann ganz zögerlich durch die Tür, klein, ganz zerbrechlich aussehend, mit einem großen Kopf. Und der kam auf uns zu, ganz müde, und sagte, ach ja, was wollten Sie nochmal von mir? Und dann haben wir ihm unser Anliegen gesagt, und da wurde dieser kleine Mann plötzlich ganz straff, richtete sich auf und sagte, das ist wichtig, das muss ich machen, nahm seinen Aktenstapel, gab ihn seiner Frau, und dann war er bereit. Aber da waren die Kameraleute noch nicht bereit, und da fragte er mich, und was ist Ihr Anliegen? Und dann habe ich erzählt. Und Hans Jonas war der Erste, der überhaupt verstanden hat, was das heißt, wenn man mit Menschen so umgeht. Und ich denke, er hat es verstanden, weil seine gesamte Familie im KZ war, weil er diese Situation, dass man Sterbende als Material ansieht, dass man Menschen überhaupt als Material ansieht, was man verwerten kann. Das hat er begriffen. Und der hat mir dann gesagt, dass ich das nicht für mich behalten durfte, was ich erlebt hätte. Und er sagte, dass man Menschen, die fähig waren, aus anderen Menschen Seife zu machen, dass man denen die Definition über Leben und Tod nicht überlassen darf. Und das habe ich gut verstanden. Und er sagte auch noch, dass Männer sachlich über diese Dinge reden, aber Menschen keine Sache wären. Und dass das Gefühl wieder in diese Situation gebracht werden müsste. Und das könnten Mütter. Und deshalb wäre es meine Aufgabe, über meine Gefühle zu reden, was ich empfunden habe, in diesen ganzen Jahren, in dieser Situation an sich. Und das versuche ich, weil ich begriffen habe, genau das ist der Punkt. Wir diskutieren sachlich über die Dinge, aber wir begreifen nicht, dass wir über Menschen reden und dass da andere Menschen übrig bleiben und die damit weiterleben müssen. Ich bin durch die Organentnahme bei meinem Sohn in eine Situation hineingezogen worden, aus der ich nicht herauskomme. Für mich ist dieses Gefühl mit starker Schuld verbunden. Das ist ein ganz langer, anstrengender Prozess, zu lernen, mit der Schuld zu leben. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich habe das geschafft. Ich übe das immer noch. Es gibt Phasen, da gelingt es mir gut. Es gibt Phasen, da geht es ganz schlecht. Vielleicht bin ich erst am Ende, wenn ich tatsächlich selber sterbe. Man kommt aus dieser Schuld einfach nicht raus. Ich bemühe mich, für andere auf die Konflikte aufmerksam zu machen. Das ist eine gewisse, da könnte, wenn manche, wird manche einer denken, das ist doch aber Schuldbewältigung. Nee, das ist was anderes. Ich habe einfach begriffen, man muss viele, viele Informationen haben, um eine gute Entscheidung zu fällen. Und das versuche ich anderen Menschen möglich zu machen. Ich versuche dadurch, dass ich den anderen Menschen auch von meinem Gefühl erzähle, dass sie Gefühl und Information miteinander verbinden können. Und trotzdem bleibe ich in dieser Situation, dass ich aus meiner Schuld nicht rauskomme.
Und das, was mein Prozess ist eigentlich, dass ich mich von diesem Schuldgefühl nicht habe so sehr gefangen genommen oder gefangen, wie heißt es denn jetzt? Genommen. Dass ich mich nicht da so von gefangen nehmen ließ, sondern dass ich versucht habe, immer agieren zu können. Dass es mich nicht, diese Schuld nicht gelähmt hat. Eine ganze Zeit lang hatte ich Angst, dass ich noch einmal in so eine Situation komme. Mein Vater ist schon tödlich verunglückt, nun mein Sohn auch. Und dass ich noch mal vor dieser Frage stehe oder dass ich noch mal so manipuliert werde und ich weiß nicht, ich konnte, kann auch heute dem nichts, nicht viel entgegensetzen, dass andere Menschen leben wollen. Das finde ich ist ein berechtigter Wunsch. Was sage ich den anderen, die sagen, du bist schuld, dass mein Kind gestorben ist, weil du andere Menschen vom Organspenden abhältst. Diese Menschen, die so reden, die begreifen eigentlich nicht, dass dafür ein anderer sterben muss. Und zwar, sie argumentieren dann immer so, naja, der wäre ja sowieso gestorben. Das mag schon sein. Aber die Umstände und dass man, um zu überleben, den Tod eines anderen braucht, das ist etwas, das sehen die nicht. Und dass ich mich in diesen Konflikt nicht mehr reinziehen lasse, den habe ich, diesen Konflikt habe ich bewältigt. Da weiß ich jetzt, nee, nicht mehr für uns, für meine Familie. Aber das heißt auch gleichzeitig, ich kann es auch nicht mehr von anderen fordern. Ich kann nicht mehr fordern, dass ein anderer stirbt, damit ich, mein Mann, meine Kinder, meine Enkelkinder weiterleben. Das geht einfach nicht. Das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Und von daher habe ich natürlich auch Schritte bewältigt. Nur die Schuld, die habe ich nicht bewältigt. Die bleibt. Denn das ist ein Tabubruch, der da passiert. Es ist eine ganz große Hilfe, diese Dinge, die sonst in mir, oder war eine große, die Dinge, die in mir waren, in Worte zu fassen und zu sagen. Das hat mir, natürlich hat mir das geholfen. Und auch dieser Prozess, meinen Sohn nicht zu verdrängen, weil das so weh tut, sondern zu sagen, also ich könnte Ihnen eine Stelle, kann dir eine Stelle in meinem Körper sagen, wie weit der ist. So lange hat er sozusagen mit mir zusammengelebt. Und das ist ganz warm, wenn ich daran denke. Und trotzdem, immer bleibt die Schuld. Immer. Das ist das Fürchterliche. Und das können sich andere nicht vorstellen. Entweder ich denke mal, die Menschen, die auf ein Organ warten und sicher auch die Mütter, die werden eine Ahnung davon haben, dass das ein Tabubruch ist. Es heißt erstens, oder nicht erstens, es heißt, du sollst nicht begehren, was deines anderen ist. Und das tun diese Menschen. Und du sollst nicht töten. Und du sollst nie andere Götter neben dir haben. Und diejenigen, wir sind immer noch der Meinung, dass das Leben von Gott kommt. Aber hier kommt das Leben von den Medizinern, die man ja auch als Götter in Weiß bezeichnet. Also das Organspende oder Organentnahme eine Form von Kannibalismus ist,
Das ist damals, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, da haben alle geschrien, um Gottes Willen, sag das bloß nicht. Das erste war, Organspender sind sterbende Menschen und dann, dass es eine Form von Kannibalismus ist. Da hieß, hat man mir immer gesagt, das darfst du nicht sagen. Sonst sagen die Leute gleich, du bist verrückt. Aber ich habe ein ganz tiefes Gefühl, dass es genau das ist. Man nimmt sich die Körperteile oder man nimmt die Kraft eines anderen Menschen. Nur, ich glaube, dass die Kannibalen noch viel, viel besser mit ihren Opfern umgehen, als wir das heute in der Transplantationsmedizin machen. Im Kannibalismus ist, ich bin jetzt kein Experte für Kannibalismus, bitte, es ist meine ganz laienhafte Interpretation, möchte ich wirklich dazu sagen. Ein Kannibale, der verleibt sich sein Opfer ein und möchte dessen Kraft haben. Und ich kenne Situationen, habe ich eben auch gelesen, dass der Kannibale im Grunde genommen sein Opfer auch in irgendeiner Weise ehrt, dass der also seine Knochen aufstapelt und so. Wie ist das denn bei uns in der Transplantationsmedizin? Da bleibt der Mensch an sich überhaupt nicht mehr bestehen, der ist eine Nummer geworden. Und er wird zur Materie gemacht. Dann nimmt man einfach und den Rest schmeißt man weg. Und ich glaube, das ganz große Problem der Transplantierten ist, dass die ja dieses Organ, was sie sich einverleiben hätten, wenn es normal verlaufen würde, dann würden sie das verdauen und wieder von sich geben. Das dürfen sie ja nicht. Und da ist dann ein ganz großes Problem. Sie können es nicht verarbeiten und verdauen und wieder von sich geben. Es steckt da drin, es bleibt da drin und das Organ versucht wegzukommen. Jedes Organ wird abgestoßen, entweder stößt das Organ den Körper ab oder umgekehrt. Ich glaube auch nicht, dass wir tatsächlich wirklich erfahren, wie es den Transplantierten geht. Die Transplantierten werden nicht uns erzählen, wie schlecht es ihnen geht mit diesem Organ. Es gibt mit Sicherheit einige, das kann man sagen, das läuft. Jedes Organ wird abgestoßen, es bleibt kein Organ bis zum Schluss. Die Anzahl derjenigen, die an Hautkrebs zum Beispiel erkranken und daran sterben, an dem Hautkrebs, die ist 80 bis 800 Mal höher als bei einem normalen Menschen. Diese Menschen tauchen niemals in den Statistiken der Transplantationsmedizin auf, die tauchen in Krebsstatistiken auf. Man weiß inzwischen, und das weiß man schon ganz lange, dass diese Menschen Fantasien haben, und zwar ganz reale Fantasien von demjenigen Menschen, dessen Organ sie in sich haben. Es gibt etwas, man kriegt da eine andere Identität in dem eigenen Körper. Und das sind alles Sachen, die widersprechen sich. Also ein Teil von einem anderen in sich zu haben, nennt man Chimären. Und das ist alles nicht menschlich. Und ich glaube einfach, die Transplantationsmedizin hat die Grenzen des Menschlichen überschritten und geht damit in eine Welt rein, die der Mensch überhaupt nicht begreifen kann. Und weil man das nicht begreifen kann. Man kann es nicht anfassen, man kann es nicht fühlen, der Verstand weigert sich, das zu glauben. Deshalb arbeiten die so erfolgreich. Ich meine, wir lesen seit einer ganzen Zeit lang etwas über den Hirntod in der Zeitung. Es ist international dieser Standard, dass Hirntote Sterbende sind und nicht Leichen. Wir wissen, das ist eine Definition. Jeder kann bei uns definieren. Ich kann auch definieren. Du kannst definieren. Jeder. Und jeder kann seine Definition zum Besten geben. Die Hirntoddefinition, die wird schon nicht mehr von den Leuten anerkannt, die sie geschaffen haben. Die sagen, nee, tut uns leid, haben wir uns geirrt. Wir haben immer gedacht, dass wirklicher Hirntod und Tod unmittelbar aufeinandertreffen.
Aber da ist dann auch irgendwo eine, wo ich ein, von meiner Seite ein totales Unverständnis drin. Ich erinnere mich an diese Debatten, dass man zunächst mal gesagt hat, da gibt es Menschen auf den Intensivstationen, die liegen hier und liegen hier, die belasten Pflegepersonal und Angehörige und belegen Betten. Die müssten wir doch erlösen. Da müssten wir doch die Geräte ausstellen dürfen. Da müssten wir doch sagen, die sind tot. So, da wusste man ja schon, dass Hirntod und Tod nicht unmittelbar aufeinandertreffen. Aber das konnte man der Gesellschaft ohne weiteres so verkaufen. Aber jetzt wird das ausgesprochen. Jetzt wird ausgesprochen, nee, wir haben uns richtig geirrt. Und inzwischen nehmen die Fälle wieder zu, wo also festgestellt wird, dass ein 3-jähriger Junge, der erleidet den Hirntod, der wird nach allen Regeln der Kunst diagnostiziert. Und trotzdem lebt der noch, durchläuft die Pubertät, wird krank, wird wieder gesund, wächst. Frauen, die hirntot sind und schwanger sind, können ihre Kinder noch gesund austragen. Das ist verrückt. Und das ist was, was man eigentlich schwer begreifen kann. Also ich glaube, dass das Denken eine ganz große Gefahr ist. Also in die Falle reintapsen und jemanden zur Organspende freigeben, tun, da tapsen ja doch etliche rein. Aber Menschen wie meine Familie zum Beispiel, die man durchaus ansprechen kann, dass man sozial sein sollte, dass man Verantwortung für andere hat. Da stelle ich mir eine Mutter vor. Ich habe gerade eine aus meiner Schule, ich habe ja in der Sonderschule unterrichtet, vor Augen. Die hätte die Mediziner rausgeschmissen aus dem Krankenzimmer und hätte gesagt, aber doch nicht meine Tochter. Und ich denke an die Marion Ploch, da hat der Mann, der Vater auch gesagt, aber nicht meine Tochter. Ihr dürft doch nicht meine Tochter auseinandernehmen. Ich glaube, da hindert das Denken. Man versteht es einfach nicht mehr. Und man, wir werden da total von fern gehalten. Es wird ja auch nichts richtig über die Organentnahme erzählt. Wer weiß denn, was das für ein aggressiver Akt ist? Ich werde immer wieder gefragt, ja, aber wenn das alles bei Ihnen anders gelaufen wäre, wenn es diese vielen, vielen Missstände nicht gegeben hätte, dann wäre es doch. Würden Sie doch das anders sehen? Und da muss ich sagen, nein, die Organentnahme an sich, ob ich da Blümchen drumherum stelle oder ob alle ganz nett mit dem Menschen, mit diesem Spender umgehen oder ob man vorher noch ein Gebet spricht oder ein Lied singt. Der Fakt an sich, dass man auf einen sterbenden Menschen mit Säge und mit Instrumenten zugeht, das bleibt immer das Gleiche. Ich habe immer ein schlagendes Herz, was ich da in dem geöffneten Brustkorb habe. Das ist nichts Liebevolles. Das bleibt. Und das ist etwas, wo ich da, was ich für mich entschieden habe, ich nie wieder. Ich bin nicht die Mutter, die ich kennengelernt habe, die gesagt hat, das habe ich meiner Tochter zugemutet. Ich will wenigstens das Gleiche erleiden wie sie auch. Die sich also deswegen zu einer Organentnahme für sich persönlich entschieden hat. Ja, ich versuche aufzuklären, ich versuche zu sagen, das ist es. So läuft es ab. Und egal wie es abläuft, es ist aggressiv. Und das muss der Sterbende aushalten. Wenn er Glück hat, gibt es einen Anästhesisten, der ihm
den normalen Betäubungscocktail verabreicht, wo auch Schmerzmittel drin sind. Wenn er Pech hat, kriegt er nur die Medikamente, damit er bewegungsunfähig ist, damit er sich nicht wehren kann. Ich empfinde, ich bin in etwas hineingezogen worden, was ich als Tabubruch empfinde. Und diesen Tabubruch kann ich nicht auflösen. Mütter sagen, geben nicht oder sagen nicht, du kannst mein Kind haben und du darfst das auseinandernehmen und verteilen. Das sagen Mütter nicht. Und Mütter sagen erst recht das nicht, wenn sie wissen, dass ihr Kind noch im Sterben liegt. Von daher ist das etwas, das bei mir mit einer ganz großen Schuld verbunden ist. Und auf der anderen Seite, ich habe mich wirklich sehr bemüht, mein Wissen weiterzugeben. Und da habe ich mit Sicherheit etwas bewältigt. Ich wollte oder ich glaube an die Vorstellung, dass man vielleicht nochmal wiedergeboren wird. Ich glaube, dass man alle unbewältigten Aufgaben wieder bewältigen muss. Und ich glaube auch daran, dass man im Leben Aufgaben hat, die sich einem irgendwie in den Weg stellen und die man aufgreift oder nicht aufgreift, aber zu einem erfüllten Leben gehört für mich das Aufgreifen. Ich denke, ich habe die Aufgabe aufgegriffen. Ich hätte mir eine schönere Aufgabe gewünscht. Es gibt so viele schöne Aufgaben auf der Welt. Das war keine oder ist keine schöne. Aber bewältigt habe ich die Aufgabe, kann ich die Aufgabe, glaube ich nicht. Irgendwann am Ende meines Lebens, wenn ich dann selber an der Stelle stehe, dass ich sterbe, kann ich hoffentlich sagen, ich habe alles getan, was ich tun musste. Ich habe nirgendwo gekniffen. Ich habe auch unendlich viel dadurch, durch die Auseinandersetzung bekommen. Ich habe zum Beispiel, was glaube ich ganz wichtig ist, einen eigenen Standpunkt entwickelt zur Transplantationsmedizin. Ich bin alle Stufen, die andere Menschen, vor denen andere Menschen stehen, natürlich auch durchlaufen. Immer wieder hat man mir gesagt, aber wenn deine Kinder betroffen wären, dann würdest du das doch ganz anders sehen. Das ist ein jahrelanger Konflikt gewesen für mich. Und heute stehe ich an dem Punkt, dass ich sage, wenn man einmal auf meiner Seite gestanden hat und weiß, was das für ein unendliches Leid ist für die Familie, für Mütter, ich spreche jetzt nur von mir, dann kann man nicht mehr in Ruhe auf der anderen Seite stehen. Ich könnte heute nicht mehr von einem anderen Menschen fordern, dass er für mich so unwürdig stirbt, weil ich gerne möchte, dass meine Kinder weiterleben. Das würde ich heute nicht mehr schaffen. Und für mich ist auch es wichtiger geworden, und das habe ich dadurch begriffen, dass viel wichtiger ist, dass man lebt und nicht alle Möglichkeiten im Leben vorbeiziehen lässt. Und ich hoffe, wenn ich dann mal so weit bin, dass ich dann sage, ich habe gelebt. Manches war ganz schlimm in meinem Leben, aber indem ich mich dieser Thematik gestellt habe, habe ich auch viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich eine Einstellung zu meinem eigenen Sterben bekommen, die mir hoffentlich helfen wird. Ich habe dadurch eine andere Perspektive. Für mich lauert der Tod nicht mehr da hinten so. Und wenn ich perspektivisch den sehe, dann ist das wie eine Falle. Das
hat sich für mich verändert. Ich weiß, dass der Tod jetzt sofort eintreten kann. Es kann sein, dass ich viel vorher sterbe, viel vor oder weit vor dem Menschen sterbe, der jetzt so todkrank ist. Ich muss über die Straße gehen und kann überfahren werden. Und wenn ich dann den Tod neben mir habe, wenn mir das im Bewusstsein ist, dann verändert sich das Leben. Und es wird viel besser. Ich habe da hinten nicht diese Falle. Ich habe den neben mir. Das ist ein ganz großer Gewinn. Von daher habe ich auch viel gelernt. Aber ich hätte mir das als Thema nie ausgesucht.